sich auszeichnet, so schreibt Graziosi, durch eine Anmut des Stils, durch ein literarisches Genie, durch poetische Kraft. Und das macht ihn besonders gefährlich für jugendliche Leser, die noch nicht in ihrem Glauben gefestigt sind. Aber Sie haben erkannt, dieser Heine ist ein Genie. Aber er nutzt es falsch. Falsche Inhalte werden gesetzt. Wer hat ihn eigentlich angeschwärzt? Da haben meine Mitarbeiter und ich lange suchen müssen. Und haben zunächst gedacht, es kommt aus Paris, weil die Werke sind ja auf Französisch vorgelegen. Aber dann, wenn man die Urteilsbegründung schaut, das ist hier, dann steht hier Heinrich Heine. Capo della nuova fetta intitulata La Giovane Alemanna. Also verboten als Capo, als Chef einer literarischen Sekte. Junges Deutschland. Also zu Heines literarischen Sünden kommen noch Aufruhr und Politik. Heinrich Heine lebt in einer Zeit, in der eine Bewegung junger Dichter auf sich aufmerksam macht. Die Bewegung Junges Deutschland. Sie steht für politische und soziale Erneuerung und kämpft für Meinungsfreiheit. Forderungen, die auch Heine stellt. 1835 wird das junge Deutschland verboten. Und mit ihm die Werke Heines. Dieses Verbot kann nur aus einer Richtung kommen. Der gebürtige Rheinländer und österreichische Reichskanzler Clemens Fürst von Metternich ist seit dem Sieg über Napoleon der eigentliche Herrscher Europas. Er ist der große Zensor. Mit eiserner Faust, tausenden von Spitzeln und harter Zensur überwacht er die demokratischen Bewegungen Europas. Er will die Monarchien retten. Den Sommer verbringt er im geliebten Rheingau auf Schloss Johannisberg. Was ihn mit seinem erbitterten Gegner Heine verbindet, ist die Liebe zum Rheinwein. Es bleibt ihre einzige Gemeinsamkeit. Metternich liest Heines Werke, die im liberalen Frankreich gedruckt werden. Er ist entsetzt über das wirklich gottlose Werk und zeigt Heine im Vatikan an. Er ist der Denunziant. Auch im Vatikan fürchtet man die demokratischen Bewegungen und eine Revolution im eigenen Staat. . 1849 ist es soweit. Der italienische Volksheld Garibaldi ruft im Kirchenstaat die Römische Republik aus. Er fordert Demokratie und auch Religionsfreiheit. Der Vatikan scheut die Freiheit wie der Teufel das Weihwasser. Freiheit steht für Umsturz und Gesetzlosigkeit. Papst Gregor XVI. Verweigert sich genauso wie Metternich dem demokratischen Aufbruch Europas. Er schottet sich gegen den Rest der Welt ab, lässt alle Grenzen schließen und macht aus Rom einen Polizeistaat. Metternich und der Papst haben ja recht behalten. Die Revolution kommt, vor der sie sich so gefürchtet haben. 1848, auch in Rom. Der Papst muss fliehen, 2 Jahre ins Exil. Und als er zurückkommt, da beschließt er: Jetzt ist Schluss. Hier werden keine gefährlichen Bücher mehr gelesen. Alles, was irgendwie nach Freiheit und Befreiung riecht, das wird verboten. Auf jeden Fall hier nicht mehr gedruckt. Basta così. Und dann waren ja die Menschen in Rom geistig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bücherregale leer. Bücher wurden zur heißen Ware. Im 19. Jahrhundert grenzt die liberale Toskana unmittelbar an den Kirchenstaat. Der Vatikan besaß damals ein Territorium so groß wie die heutige Schweiz. Gewiefte toskanische Bauern haben ein lukratives Geschäft entdeckt. Sie schmuggeln Bücher über die Grenzen nach Rom. Vor allem neue Bücher, die in der freien Toskana und in der Welt gelesen werden. In Rom bezahlt man für die wenigen Bücher, die es über die Grenze schaffen, viel Geld. Unter Obst und Gemüse wird die heiße Ware versteckt. So auch das Buch Onkel Toms Hütte.
Doch bevor sie die Schmuggelware unter der Hand in Rom verkaufen können, werden sie von den Sbirri aufgehalten, den Häschern des Vatikan. Was diese finden, ist das Buch einer Frau, einer Protestantin, einer Amerikanerin. Gleich drei Gründe für eine Anzeige im Vatikan. Der Roman von Harriet Beecher Stowe erzählt von dem unmenschlichen Leben schwarzer Sklaven in Amerika. Einer von ihnen ist Tom. Als junger Mann wird er gewaltsam von seiner Familie getrennt. Weit weg fristet er ein elendes Leben bei einem brutalen Plantagenbesitzer. Als er die täglichen Demütigungen und Prügel nicht mehr erträgt, flieht er. In einer selbstgebauten Hütte am Fluss lebt er von nun an in Freiheit. Ein Drittel der damaligen Bevölkerung Amerikas sind Sklaven. Das Buch wird ein Symbol des Kampfes gegen die Sklaverei. Da muss sie drin sein, die Akte. Onkel Toms Hütte. Wow, jetzt! Ein Buch, das eine Anklage der Sklaverei ist. Wie könnte das eine Gefahr für die Kirche sein? Ist es nicht ihre Rolle, auf der Seite der Unterdrückten zu stehen? Wie also hat die Index-Kongregation entschieden? Sklaverei der Neger in Amerika. Wenn es nach dem ersten Gutachter gegangen wäre, hätte man das Buch in Bausch und Bogen verurteilt. Klar, eine protestantische Autorin, Frau und Protestantin, typisch protestantisches Gift verspritzend, wie er schreibt, das muss man ohnehin verbieten. Aber das Schlimmste ist, sie tarnt ihr eigentliches Anliegen. Sie will Freiheit und Umsturz. Und sie redet von der Befreiung der Sklaverei, meint das aber nicht. Deshalb verbieten. Aber es gibt eine Diskussion. Die Kardinäle sagen, halt. Dann gab es da also auch Fraktionen, nicht nur die ganz strengen, sondern auch, ich wage fast zu sagen, Liberale. Ja, da gibt es Tauben und Falken. Und in diesem Fall wird als zweiter Gutachter ein Liberaler beauftragt. Und der liest das Buch gründlich und sagt, es geht nicht um Umsturz, sondern es geht um das legitime Anliegen der Befreiung von Sklaven. Denn alle Menschen, egal ob sie schwarz oder weiß sind, sind geliebte Kinder Gottes. Und sie dürfen deshalb nicht als Sklaven gehalten werden. Der erste Gutachter, der sucht die giftige Schlange im Gras, die gar nicht da ist, und schreit dann, ich habe sie gefunden. So kann man mit einem solchen Buch nicht umgehen. Nein, man muss es freisprechen. Also die Amerikaner sollen sich was schämen und dieses Buch klärt auf. Richtig. Freispruch für Onkel Toms Hütte. Denn alle Menschen, auch die geschundenen Opfer der Sklaverei, sind Geschöpfe Gottes. Alle stammen von Adam und Eva ab. Na Gott sei Dank. Die USA in so vielem, eine Hochentwicklung der Demokratie, könnte auch heute noch die eine oder andere Ermahnung brauchen. Folter in irakischen Gefängnissen. Guantanamo, ein Gefängnis, in dem die Gefangenen keine Rechte haben. Und damit sind wir auch schon bei der Neuzeit. Und wieder steht am Anfang ein Buch. Karl Marx fordert die klassenlose Gesellschaft. Alle Menschen sollen Brüder werden. Aber was die Kirche provoziert, eine Gesellschaft ohne Gott. Karl Marx steht ein für eine Gesellschaft ohne die Fesseln der Religion. Die Religion, schreibt er, ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Industrialisierung beschert wenigen Menschen Profit, dem Großteil der Bevölkerung aber Unterdrückung und Ausbeutung. Das prangert Marx an. Er zeichnet ein neues Bild des Menschen und ein neues Bild der Gesellschaft. 1848 fordert er in seinem Werk Das Kommunistische Manifest eine neue Ordnung auf Erden. Eine Ordnung ohne Klassen, ohne Religion.